Mein Outing war fake. Ah ja. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, reflektieren wir erstmal das, was wir sehen. 1500 Daumen nach oben, 1240 nach unten. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, fuck! Ich bin euch etwas schuldig, und zwar dieses Video. Ich muss dieses Video machen. Ich weiß, viele sind verwirrt. Einige werden jetzt sagen, boah, ich hatte recht. Bitte gebt mir eine Chance und hört mir kurz zu. Ich werde euch sagen, was und wie das zustande gekommen ist. Also vor eineinhalb Monaten habe ich mich geoutet. Das Video hat fast jeder gesehen. Es hat 1,4 Millionen Klicks. Es war Platz 1 in den Trends. Und viele haben gesagt, okay, das ist ein Prank, das ist Fake, ist vielleicht eine Verarsche, das ist ein Experiment. Und ich sag's euch jetzt, wie es ist. Sascha und ich, wir haben Aufnahmen gemacht, bevor wir das gepostet haben. Uns ist gerade irgendwie so in den Kopf gekommen, lass mal gucken, wie die Leute reagieren würden, wenn ich mich outen würde. Wir wollen einfach nur klarstellen, dass es absolut nicht schlimm ist, wenn man schwul ist. Wo wir gesagt haben, okay, wir gucken, wie die Leute reagieren. Wir haben versucht, so ein Experiment draus zu machen, und wir wollten das ein paar Tage danach auflösen. Wäre alles optimal gelaufen. Ich habe, um ehrlich zu sein, gesagt, keiner wird das haten. Alle werden sagen, top. Weil ich dachte, Deutschland ist mega tolerant. Ich war schockiert, dass so viele das gehatet haben. Klar, einige haben es gehatet, weil ich es bin. Ich habe schon oft polarisiert und echt Scheiße gebaut. Aber es gab leider viel zu viele, die gesagt haben, bah, schwul, ich guck dich nicht mehr und so. Und das ging nicht in meinen Kopf rein. Ich dachte so, wie können Leute so denken? Ich selbst habe auch so gedacht, okay, schwul sein ist vielleicht komisch oder so. Und erst dann habe ich gecheckt, alter Mann. Wie eklig ist das so zu denken? Wie eklig ist das, schwul als Beleidigung zu benutzen? Da ist mir das erst zum ersten Mal ist mir das klar geworden. Jedenfalls, ich erzähle euch jetzt, wie es ist. Also, ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin schwul, Social Media Experiment. Kann man sich halt auch einfach schenken, oder? Das kann man sich auch schenken. Wir haben das als Experiment verkaufen wollen. Ich hatte diese Idee nicht vor kurzem, nicht erst im Dezember. Ich hatte die schon zwei Jahre lang. Habe ich gedacht, irgendwann oute ich mich, löse das dann auf und gucke, was die Leute sagen, wie die reagieren. Und natürlich, Leute, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich habe nicht an die Klicks gedacht. Natürlich, ich wusste, dass es Welle macht. Ich wusste, dass jeder drüber reden wird. Ich wusste, dass ich damit wieder polarisiere. Jedenfalls wollten wir es dann... Miguel hatte früher Hype. Na gut, da muss ich ein bisschen zurückscrollen. Aber wenn man mal so ein bisschen überlegt, er hatte mal einen gewissen Hype. Das darf man nicht vergessen, Digga. Er hat da wirklich mal gut Klicks gemacht. 600.000, 4 Millionen, 5, 1,7, 600.000. Er hat gute Klicks gemacht damals, Digga. Ah, das muss man wirklich sagen. Dann ist er in die Clubs gekommen, ist durchgedreht, ist wiedergekommen und hat gemerkt, kein Spaß interessiert sich mehr für ihn, gefühlt. Auch schon vorher waren die Klicks im Übrigen nicht so gut. Also wenn man mal guckt, das war in der Zeit, wo es nicht mehr so gut lief. Miguel Pablo wird verhaftet. Man muss es fast schon so sagen. Bittere 153.000 Klicks. Kiffen in der Psychiatrie, wo er über sich redet. 70.000 Klicks. Runterholen in der Psychiatrie. 100.000. Die peinlichsten Kinderfotos mit meiner Schwester. 90.000. Das ist für Miguel Pablo anscheinend zu wenig gewesen. Und dann hat er sich einfach mal gedacht, Digga, und das ist menschlich gesehen richtig widerwärtig. Ich fake jetzt einfach mal, dass ich schwul bin. Disrespect, aus meiner Sicht, kann jeder sehen, wie er möchte. Disrespekte damit mal gefühlt alle, die wirklich schwul sind. Und er kann mir erzählen, was er möchte. Ihm ist das scheißegal, Digga, wie die Reaktion war. Es ist ihm vollkommen scheißegal, wie die Situation war für andere Leute. Es ging einzig und allein um eine Sache, um das Cash, um den Weihnachts-CPM. Weil bei ihm auf dem Konto sieht es nicht mehr so gut aus wie in den alten Zeiten. Bei ihm auf dem Konto sieht es mager aus, wie Magerquark. Und dann nimmt man mal richtig schön den Weihnachts-CPM mit. Mein Outing hochgeladen, Dezember. Komisch, direkt am Anfang vom Dezember. Und dann wollen wir gucken. 25. Dezember, also sagen wir mal, ich guck mal ganz kurz hier, warte mal. So. 8.1., okay. Yo, Leute. So, also das ist jetzt das letzte Video im Dezember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Videos hat er hochgeladen im Dezember. Das heißt, jeden zweiten Tag hat er ein Video hochgeladen. Kein Video
außer das hier ist eigentlich so gut wie unter 10 Minuten. Und wir gucken uns mal ganz kurz die Videos an, die so verdächtig 10 Minuten 2, 10 Minuten 3, ja, 10 Minuten 12. Dann schauen wir mal ganz kurz, was denn da noch so... Also das Video ist eigentlich zu Ende bei 7:28 ist das Video zu Ende. Und er hat sich dann einfach gedacht, ja, melke ich die Kuh mal richtig, blende ich mal einen Text ein, den man auch innerhalb von 15 Sekunden über den gesamten Monitor, über die ganze gesamte Fläche, über den gesamten Bildschirm einblenden kann, gönne ich den Leuten einfach jetzt nochmal ja, gute 2,5 Minuten einfach nur Jarak, damit ich über die 10 Minuten komme, Digga. Und ich... Es kann natürlich sein, dass seine Videos mittlerweile nicht werbefreundlich sind und. Na, er hat keine Werbung draufgeschaltet, weil nicht werbefreundlich. Gut, ABK ist in dem Video, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Dann ist sowieso keine Werbung da drin. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? So, das ist ein Video mit 10 Minuten 1. 10 Minuten 2. Und, was sehen wir da? Das Video ist wieder bei 8 Minuten zu Ende und wir können uns wieder 2 Minuten lang irgendeinen Scheißtext, den niemanden interessiert, reinziehen, schön die Wörter untereinander geschrieben, man hätte sie auch nebeneinander schreiben können, warum? Genau, um wieder über die 10 Minuten zu kommen. So, ich, wie gesagt, er wird wahrscheinlich nicht mehr werbefreundlich sein, aber ne, auch hier ist keine Werbung vor dem Video. So, dann haben wir hier meine Dezember-Einnahmen, 10 Minuten 10, okay, schauen wir mal, wie lange geht das Video. Ach, Miguel. Haut rein, ciao. Bei 9 Minuten 10, also eine Minute bevor das Video eigentlich zu Ende ist, gibt es nochmal irgendeine Scheiße. Hauptsache, man kann nochmal auf Krampf über 10 Minuten kommen. Und auch wenn er damit kein Geld verdient hat, weil er nicht werbefreundlich ist, der Vorsatz ist menschlich gesehen wirklich widerwärtig. Widerwärtig. Richtig widerwärtig. Und jetzt lädt er halt ein Video hoch, wo er sein Ich-bin-schwul-Ding als soziales Experiment darstellt und irgendwie versucht, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen, beziehungsweise, dass ihr dem etwas Positives abgewinnen könnt. Und es ist natürlich nur meine persönliche Meinung, es gibt dem Ganzen überhaupt nichts Positives abzugewinnen, denn vielleicht übertreibe ich da auch, aber ich finde, dass es genau das Gegenteil ist. Es ist nämlich ein absoluter Disrespect, einen wirklichen Homosexuellen da draußen gegenüber. Das ist meine persönliche, also mein persönliches Gefühl. Als Experiment dann auch auflösen und ab dann war es eklig von uns. Dafür entschuldige ich mich. Menschen machen Fehler, das rechtfertigt das nicht. Ich habe Scheiße gebaut, das war ein Fehler von mir. Wir haben es zu lang durchgezogen. Wir hätten das. Ganz kurz nur, warum macht er jetzt so ein Video? Weil er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Unser guter Freund KuchenTV fragt einfach nicht. Miguel Pablo hat immer so ein bisschen alles gegenargumentiert und das klang zumindest halb auch immer schlüssig, auch wenn nicht alles. Allerdings habe ich jetzt einen Beweis gefunden, wo selbst ein Miguel Pablo wirklich gar nichts gegen sagen kann, und zwar dieses Video hier. Das Video zeigt Miguel Pablo auf einer Party in Elsen, wo er halt mit einem Girl ziemlich offensiv rumknutscht. Also ob das jetzt deinem Freund so sehr gefällt, man weiß es nicht so ganz. Und jetzt wisst ihr auch, warum er dann langsam im Zugzwang ist, so ein Video zu machen, Digga. So, machen wir kurz weiter. Das auflösen sollen. Also nochmal an euch alle da draußen, die es jetzt vielleicht noch nicht verstanden haben, das Outing war fake. Wir wollten das als Experiment durchziehen und am Ende hätten wir sogar ein gutes Resultat gehabt und den Leuten gezeigt, dass Deutschland gar nicht so tolerant ist, weil wir mega viele Sprachnachrichten bekommen haben von kleinen Kindern, die sagen, bah, du Schwuchte, und uns nur deswegen beleidigt haben. Und wir haben so eine Dokumentation gemacht, ein Experiment in Form einer Dokumentation, und haben es dann in die Länge gezogen und haben... ja, heftiges Experiment, Digga. Haben wir schon miteinander gefickt. Heftiges Experiment, Digga. Touch My Body Challenge. Heftiges Experiment, Digga. Mein neuer Freund, ja, ja. Alles fake, die Wahrheit. Ja, ja. Alles fake. Miguel Pablo. Wir haben uns alle paar Tage gefilmt, unsere Erfahrungen gesammelt. Wir hätten das schon längst auflösen sollen. Und Sascha und ich haben immer mehr gemerkt, die Leute stehen jetzt auf einmal hinter uns. Wir können euch nicht mehr die Wahrheit sagen. Und
Lügen haben kurze Beine, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und ich mache das jetzt nicht, weil KuchenTV dieses Video gemacht hat oder so, wo ich mit dem Mädchen rumgemacht habe. Ich wollte das auflösen mit dieser Dokumentation und dann habe ich mit Sascha darüber geredet und gesagt, nein, wir können uns nicht als die Guten verkaufen, die jetzt selbstlos das Experiment 1,5 Monate gemacht haben. Wir haben die Leute angelogen, zu lange. Das ist kein Experiment mehr, wir haben es zu lange gemacht. Wir müssen uns unsere Schuld eingestehen, wir müssen sagen, wir haben... Ja, aber das ist ja schwachsinnig. Ihr habt niemanden angelogen, denn es war ja ein Experiment. Und wenn man ein Experiment macht, dann ist es nicht direkt eine Lüge. Also, ich verstehe seinen Punkt, aber... Das ist irgendwie, versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach nur dummes Gerede. Wir haben Fehler gemacht. Ich bin Mensch, Leute. Ich mache Fehler. Und leider zu oft. Leider mache ich vielleicht zu oft Fehler. Ich mache zu oft Sachen, über die ich nicht nachdenke. Ich habe in Chicken Wings gebadet. Ich habe Sachen gemacht, die man nicht machen sollte. Und ich muss dafür gerade stehen. Ich will mich nicht immer rausreden und gut reden. Leute, nein. Ich bin vielleicht nicht der beste Mensch und ich mache Fehler. Aber jeden kann vergeben werden. Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Wenn ihr mal Scheiße baut, Alkohol trinkt oder jemand anlügt, ihr könnt immer umkehren. Ihr könnt immer Gott um Vergebung beten. Aber darum geht's jetzt gerade nicht. Es geht darum, dass ich einen Fehler gemacht habe und Leute, ich... Ja, starke Worte, die er da sagt, Digga, die überhaupt nicht dazu passen, aber gut. Ich will mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich kann mich nicht mehr als dafür entschuldigen. Ich habe diese Dokumentation noch. Wenn ihr die sehen wollt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht um Likes betteln in so einem Video. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder so, dann kann ich die immer noch posten. Wir haben da unsere Freunde gefilmt, interviewt, was die sagen, was deren Erfahrung war. Unsere Freunde wurden angefangen. Digga, wenn du ein Experiment machst, frag die Leute doch nicht, ob sie es sehen wollen. Dann mach es doch so, wie du es eigentlich forderst. Lade es einfach hoch und halt einfach die Schnauze und mach es. ...gemacht, weil die mit uns gechillt haben. Die haben Nachrichten bekommen, warum chillst du mit einer Schwuchtel? Das ist ein krasses Video. Aber ich will mich nicht als Guter in dieser Situation darstellen, weil ich das nicht bin. Ich habe einen Fehler gemacht und ich sehe es ein. Und ich will jetzt den geraden, ehrlichen Weg gehen. Gebt mir noch eine Chance oder lasst es. Ich verlange nicht, dass ihr mich versteht oder mich jetzt mögt oder... das jetzt gut findet. Ich will einfach nur ehrlich zu euch sein und ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht in einer Lüge leben. Und nochmal ganz wichtig, Leute. Jeden YouTuber, der das unterstützt hat, der gesagt hat, lasst die Jungs in Ruhe, lasst die homosexuell sein. Ich entschuldige mich bei jedem YouTuber, vor allem bei Unge. Vor allem bei Unge. Es tut mir im Herzen weh, dass ich ihn damit so... dass ich Leute wie ihn angelogen habe. Das ist unkorrekt gewesen. Und er braucht das nicht gutreden. Er braucht mich gar nicht mehr gut reden. Ist okay, wenn ich Sympathiepunkte verloren habe. Kann ich völlig verstehen. Ich würde wahrscheinlich selbst denken, was soll das? Wie gesagt, dieses Video ist eine dicke Entschuldigung. Und Leute, ich muss euch sagen, 2019 war eines meiner schlimmsten Jahre. Wenn nicht das schlimmste Jahr. Ich war die ersten paar Monate in der Psychiatrie und bin danach ein halbes Jahr nicht rausgegangen. Ich habe mich nicht rausgetraut. Ich konnte keine Videos drehen, weil ich psychisch angeschlagen war. Ich habe richtig kranke Gedanken gehabt und ich brauche jetzt kein Mitleid von euch oder so. Aber ich sag... Das hat er sich gedacht, Digga, machen wir mal ein Selbstexperiment. Das hat ihm bestimmt gut getan. Ich sag euch die Fakten, wie es ist. Mirko hat damals mein Konto leergeräumt. Ich hatte kein Geld mehr auf Konto. Ich habe 2019 nichts verdient, weil ich keine Videos machen konnte. Ich war psychisch krank. Ich war in der Psychiatrie. Und dann irgendwann... dann denkt man sich, mein Konto ist leer, ich brauche Geld. Wir brauchen Klicks, wir brauchen Relevanz, um Geld zu verdienen, um das Brot nach Hause zu bringen. Ich hatte gar kein... Ja, er sagt es ja, also das muss man ihm lassen, er sagt es ja ehrlich, Digga, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Einsicht ist der erste Weg der Besserung, sagt man ja immer so schön, aber Digga, um an Relevanz zu gewinnen und Reichweite und Klicks und Cash ein Ich-bin-schwul-Outing zu faken. Ich glaube, das, was noch weiter darunter wäre, wäre eine Spendenaktion für ein behindertes Kind oder ähnliches, was es gar nicht gibt. Ich glaube, aber dann hört es auch schon auf. Oder für krebskranke Kinder, whatever. Also das ist so, würde ich so auf eine Stufe stellen. Es sind harte Worte meinerseits, aber vorzutäuschen, man wäre homosexuell und damit jeden einzelnen Homosexuellen da draußen zu disrespecten, weil man es nur für die Klicks und für die Fame gemacht hat, kann man eigentlich gleichstellen mit, ich sammle Spenden für jemanden, der Krebs hat, den es gar nicht gibt. Kein Geld mehr, ich habe nicht mal ein paar hundert Euro im Monat verdient, gar nichts mehr. Dazu wurden all meine Videos entmonetarisiert, wegen Copyright Claims. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich polarisieren, habe nicht an die Konsequenzen gedacht. Da war der Gedanke einfach nur zu stark danach wieder Geld zu haben, wieder Geld zu verdienen. Mein Konto war leer. Ich hatte fast Steuerschulden, konnte die zum Glück jetzt abbezahlen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für mich. Ich hoffe, ihr könnt mir... Ja, nee, Digga, habe ich ehrlicherweise nicht. Tut mir echt leid, Mann. Ich versuche immer Verständnis aufzubringen, aber es gibt für jedes Problem eine Lösung. Aber die Lösung für keine Klicks und kein Cash ist es nicht, ein Video zu machen, mein Outing, wo man sagt, man ist homosexuell und sich auf Krampf mit jemandem küsst.
Also da, also Livestream, ich habe wirklich für vieles Verständnis, aber da ich ja leider Miguel Pablo auch als Arbeitskollegen bezeichnen muss, da er dieselbe Plattform benutzt, um seine Selbstständigkeit auszuüben, wie ich es mache, muss ich wirklich sagen, nach so einer Aktion, nach dem, was ich da gerade gehört habe, egal was in Zukunft kommt, aus meiner Sicht ist er absolut unten durch, Digga. Absolut. Und auch starke Worte, die ich jetzt sag, aber dafür müsste YouTube ihn wirklich auch bestrafen, Digga. Um Fame, Klicks, Aufmerksamkeit zu generieren, seine Homosexualität vorzutäuschen, ist menschlich gesehen wirklich... Das ist echt bitter, Digga. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig bitter. Und es widert mich an. Ich habe auch schon Fehler gemacht, keine Frage. Aber das ist Next Level Shit, Alter. Puh.